von. Wann hast du das erkannt? Wo hast du das jetzt gesehen? Bei mir zeigt es nicht an. Ich hab draufgehauen. Das ging? Ja, draufhauen kannst, aber du kannst es nicht abbauen. Okay, du hast recht. Das ist ja der Oberhammer. Das müssen wir uns auch besorgen, du. Oh. Bist du runtergesprungen? Ja. Ich komme auch. Achtung. Bumm, tot. Schon wieder Hunger. Nur am Essen. Da ist noch ein Haus da hinten. Ich bin aufgefüllt. Meine Gesundheit ist niedrig. Naja, gut, mir ist egal. Du wurdest von einem positiven Schadenseffekt getroffen. Er wird temporär, er wirkt temporär und klingt dann ab, wenn der Timer abläuft, okay? Starberries haben einen positiven Effekt. Schau an. Nee, wenn du genug gegessen hast, wenn du voll bist mit, dann kriegst du einen positiven Effekt. Okay, das kann natürlich auch sein. Da wirst du recht haben. Was ist denn das lila, ne? Was siehst du denn da schon wieder? Wenn du oben auf deinen Kompass Ach guckst, siehst du so. irgend, müsste was Lilanes kommen. Ah, mit dir gehe ich nicht mehr spazieren, ey. Das ist doch gerade der Richtige. Ah! Ja, geh mal in die Milch baden. Schalala, schalalala. Ey, du mag Auch ihm. interessant, die Fackel geht unter Wasser, ja? Das ist gleich Zähne. Nein! Wir müssen zurücklaufen. Nicht geschafft! Nee, Nicht nicht. geschafft! Egal, nicht. Anderthalb Stunde, einfach so weg. Weg. Bist in die Welt gesehen. Du, wir haben mehrere violette Sachen hier vor uns. Das ist der Turm da. Ach du dickes Ei. Und das, was hier vor uns ist kein Berg, das ist ein Haus. Also ein Hausberg. Berghaus. Oder so. Hier ist auf jeden Fall, hier gehört das irgendwem, das gehört hier dem Sand X. Ist doch nicht klar. Und da ist ein Turm, da links. Das Lian ist ein Turm. Riesengroß. Das sind mehrere scheinbar. Oh, jetzt bin ich auch ins Wasser gefallen. Alles klar, ich gehe heute aus dem Wasser raus. Dir ist bewusst, wir finden nie wieder zurück. Doch, da ist doch unser Haus dargestellt. Also ohne das Haus hätte ich jetzt aufgegeben. Da hätte ich jetzt gesagt, okay, Spiel löschen. Quitschi, Ja. wo siehst du hier das Haus? Ich sehe es noch auf der Karte. Ich habe es gerade eben gesehen. Warte, hier da hinten in die Richtung müssen wir. Da in die Richtung müssen wir. Hä? Das ist das falsche Haus. Das kann gar nicht stimmen. Ach, ach nee. Ey, stimmt. Haben wir das super gemacht? Nee, guck mal doch, da ist doch aber ein Haus. Aber was ist das für ein Haus? Hast du eine Minimap irgendwo? Alter, nein, du hast recht. Aber wir haben ja Glück, wenn wir uns ausloggen und wieder einloggen, haben wir ja unseren Teleportpunkt. Aber da hinten ist ein Doch, Haus. das müssten unser, wenn die Richtung, was ist denn das für eine Richtung? Das müssten unsere Häuser sein, Tatsache. Echt, sind wir so skurril gelaufen gerade? Dass wir so im Kann möglich Kreis. sein. Ja, jetzt kommen wir bestimmt von hinten wieder ran. Jetzt sind wir völlig im Kreis gelaufen, wa? Kommt man hier Okay, hoch? ja, hier kannst du aufs Eis hoch. Wollen wir mal den Turm bis hochlatschen? Das ist ja der Hammer. Hier auch eine Lampe. Der Oberhammer. Das geht, hör das doch mal auf. Ja. Oh nein! Erstmal nice runtergestürzt. Ich brauche. Geht das hier noch höher? Na, du, das. Also, naja, das. Da ist der Turm, da ist der Turm. Guck mal, Markim. Ja, schon klar, aber wo geht es da hoch? Da laufen wir die ganze Nacht, bis wir da oben sind. Alter, aber das hat alles jemand gebaut. Wie lange zocken die in das Spiel schon? Suchten die das hier jeden Tag? Was ist denn hier los? Oh, scheinbar. Alter. Ah, da geht's hoch. Alter Falter. Da ist ein Schloss, da brauchst du einen Schlüssel. Ach, das meinst du jetzt nicht ernst? Also hier geht's erstmal. Achso, hier oben warst du gerade, meinst du? Ja. Oh,
ich bin vorbeigerannt. Also der Controller macht mich ja kirre hier. Ja, aber weiter hoch geht's nicht hier. Sind wir unter dem Turm jetzt? Und da brauchst du auch wieder ein Schloss. Ja, theoretisch müssten wir jetzt unterm Turm sein. Ja, denke ich auch. Nö, kein. Und hier echt mit Schlüssel. Das ist der Hammer, das ist ja geil. Okay, aber ich kann Tür auf und zu machen. Am Schlüsselloch oder wo? Nee, oder? Hier an der Tür, wo du eben gerade drin warst. Ja, das, ja okay, das geht, aber sie geht's nicht hoch. Da muss es irgendwie einen Fahrstuhl geben. Ja, jetzt übertreib noch. Naja, du, ein Wassereimer umhingekippt, wa? Guck mal hier, der hat, oh, was hab ich jetzt gemacht? Der hat hier sogar das Regal beschriftet, ne? Holz, Technik und Fossilien, Gems, Früchte und Gemüse, Tiere, oh, Tiere hat er auch da. Ah, tote Tiere ohne Ende. Ist doch der klar, oh, ich glaub das alles nicht, was hier alles geht. Ey, das können wir uns noch nicht ausmalen, was hier auf uns zukommt. Soll ich durch die Glasscheibe durchrennen? Juhu! Was du? Das klingt verrückt. Nein. 1000 Meilen unter dem Meer habe ich jetzt gerade gekriegt. Wo bist du? Warte mal, wo bist du? Hier? Im Wasser? Ach, vom vielen Schwimmen meinst du? Ja. Oder bist du so tief runtergesprungen, einfach bloß? Nee, ich bin einfach nur... Oh, was ist das für komisches Stein? Das ist hier alles ein bisschen... Ach so, das ist Schlamm. Hoppala. Platsch. Warte mal, bist du also da... Also wenn du Schlamm brauchst, hier gibt's genug. Brauchen wir für irgendwas Schlamm? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich nehme mal ein bisschen was mit. Das ist eine gute Idee. Ich bin gerade hier runtergesprungen. Bist du der Rote oder bist du der Grüne, Mensch? Du bist doch der Grüne. Ich bin grün. Dann musst du ja aber... Ach, du bist schon da drüben, ja? Okay. Ja. Ich habe mich gerade gewundert. Da rennt nämlich auch ein Roter rum. Der ist hier gerade in dem Haus da hier. Wir hätten wahrscheinlich jetzt den Hausbesitzer gefunden. Oh, kabum, herzlich willkommen. Ja, Quitschi, ne? Mal hoffen, dass der uns nicht angreift. Kann man sich hier angreifen? Weiß ich nicht. Möglich ist alles. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja das Spielprinzip von No Man's Sky zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und was es da geht. Ob man sich da gegenseitig bekämpfen muss hier oder bekriegt. Kann man mit Sicherheit. Bei No Man's Sky war das doch eigentlich vor allem das Interessante, dass man auf andere Planeten fliegen kann, nicht? Und das kann man ja hier wahrscheinlich auch. Ja, das geht. Nur hast man ja keine Haken. Ach, guck mal, hier sind unsere Blumen. Das ist unser Blumenbiom wieder. Ey, wenn wir jetzt schon... Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Ey, also, das könnte auch sein, dass wir gleich wieder zu Hause sind. Wobei das aber doch ein bisschen anders aussieht. Es gibt ja bestimmt auch mehrere so eine Blumenbiome. Ich hab schon wieder Hunger. Ich krieg's Kotzen, ja. Geli. Oh, Kitsche geht schwimmen. Hallöchen, Geli. Oh, was hab ich denn hier? Ich hab einen rohen... Das ist eine schöne Frucht. Guck mal, sieht aus wie ein Bart Simpson. Wobei, das Haus kommt immer Nein. Super. Lass mich raten, das ist das falsche Haus. Nee, ist eine andere Ortschaft. Ich hab mir das gedacht, das ist eine Siedlung, ne? Neue Region entdeckt. Eine neue Siedlung. Gibt's denn hier eine Mini... Gibt's denn hier eine Worldmap, dass wir mal gucken können, wie weit wir von zu Hause weg sind? Orte. Na, mal gucken hier. Ich gehe jetzt erstmal hier, versuche erstmal hier hochzuklettern. Guck mal, hier auch abgeschrägt alles. Mann, Geli. Ja? Was ist? Hast du die Sprache verschlagen? Ja. wie? Lagerfeuer aus der Welt entfernt. Was? Ach so, na, du brauchst das Lagerfeuer doch nicht mehr. Du hast doch dieses andere Ding da. Das Leuchtfeuer. Jawohl, das ist unser Zuhause. Bist du auch in Saltus Desyard oder in Glasgow? Ja, bist du. Ich habe schon gedacht, nicht, dass du hier in ein anderes Dorf gelaufen bist, ne? Jawohl, guck mal. Ah, ich weiß, wie wir nach Hause kommen. Ja, wie denn?
Zurück ins Heiligtum. In die Richtung. Nein, das kannst du markieren. Wie, warte mal, wie hast du das jetzt gemacht? Du gehst also aufs Touchpad. Ja, Orte. Orte? Ja. Kitchen Immunity sehe ich hier. Hä? Nur den einen. Ach so, Heimatleuchtfeuer. Genau, dann. Ah. Genau. Drehrichtung, aktueller Standort, verfolgt, Imoko. Weil ich, Imoko verfolge ich ja, weil da Dasari wohnt. Dann kann ich das ja vielleicht auch markieren. Nö. Distanz ist ein Fragezeichen. Das will ich jetzt wissen. Okay, pass auf. Distanz, Leuchtfeuer. Distanz, was steht denn hier? 1397 Meter, das ist aber nicht viel. Nö, nicht so wirklich. Also, wenn du 1000 Mal unter der Erde gesprungen bist, dann ist das nicht dolle viel. Aber bei mir hat es das übrigens nicht markiert. Du? Bei mir hat es in der anderen Richtung markiert, übrigens. Nee. Hä? Was? Warte. Orte? Das da? Standortmarkierung fährt. Ach so, als Zielort festlegen. Jetzt verstehe ich das. Alles klar. Jetzt habe ich da oben einen Pfeil. Och, wo ein Männchen. Alles klar. Jetzt geht's los. Gini, das wäre auch was für dich hier, das Spiel. Das ist irgendwie wie Ark, nur nicht mit Dinosauriern und wie Minecraft, nur nicht wie Minecraft. Also eigentlich, aha. Wie erklärt man denn, was das hier ist eigentlich? Ein Spiel. Das für ist die PS4. Ja, das ist, ich will so richtig kein Score erklären, was wir uns hier gekauft haben, ne? Und, ja, es ist halt ein Sandbox-Spiel. Und wenn ich da oben ein Spendenziel erreicht habe, wirst du sehen, dann machen wir Paladins ganz groß. Dann rocken wir da richtig, raus. Ach nee, hör auf, Gelisa. Noch mehr hat sie auch keinen Bock drauf. Na, ach, Geli. Aber du, wir haben tatsächlich noch keine anderen Monster gefunden, als diese kleinen hier, was das auch immer sein soll, ne? Du, ich bin ganz froh drum. Das muss, ich will mal was Großes sehen. Quitschi, die Kleinen sind schon schlimm. Ja, die sind natürlich nicht zu besiegen, das verstehe ich, aber trotzdem müssen wir doch mal auch ganz gucken, wie es unter Wasser aussieht. Hier müsste ein Megalodon rumschwimmen. Irgendwas wenigstens, das von Weitem ein bisschen Angst macht, weißt du? Ich will ja gar nicht dagegen kämpfen, ich will nur irgendwie was Großes halt sehen, ne? Südwesten von Campus Herkamp. Norden von Saltus Desyard. Imoku. Aber Geli, mach nie den Fehler und geh mit Quitschi spazieren. Ja, wir wollten nur ein kleines. In der Katastrophe. Geli schreibt, das sieht sehr friedlich aus, ne? Und irgendwie ist es auch genau das. Oh, das ist da drin Aditazis Haus schon. Oder nicht? Ah, das ist ein Baum. Nein. Ich dachte schon, der hat doch hier bald schon den Strand irgendwo. Also es ist wirklich ein ganz friedliches Spiel. Das hat was von völlig entspannten Minecraft. Tja, und Action habe ich auch noch nicht gesehen. Also viel Action haben wir noch nicht erlebt. Wir haben bisher nur ein bisschen Häuschen gebaut, ne? Und jetzt sind wir gerade mal spazieren gegangen. Mhm. Der Marki hat gesagt, komm jetzt nicht auf die dumme Idee, da rüber zu schwimmen. Und da bin ich ins Wasser gesprungen. Sehr treffend ausgedrückt. Warte, wie weit ist denn das jetzt noch? Ich guck mal schnell. Orte... Was ist jetzt noch die Entfernung? Noch 1000? Nee, halt. Das kann ja nicht stimmen. Noch 845 Meter. Wir haben also, haben wir gerade mal 300 Meter geschafft? Das ist ja, oder waren es vorhin 1800? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, Kalle. Du, ich sag mal, im Vergleich zu The Forest ist das hier schon äußerst friedlich, glaube ich. Ja, aber sowas von. Die Gigi schreibt, wie sollte es auch anders sein mit dir, Quitschi? Wenigstens eine, die mich versteht. Ach, naja. Muss man ja froh sein, dass die Hexe jetzt nicht da ist und ihren Kommentar auch noch dazu abgibt. Naja, da wo die Gene ist, ist die Hexe nicht weit. Die taucht bestimmt auch gleich auf. Gestern habe ich mir eine YouTuberin angeguckt, die aus der Schweiz auch ist und die hat so ein Dinosaurier-Spiel gespielt hier, irgend so ein. Das spielst du als Dinosaurier, bist du da unterwegs in der Welt und das ist auch irgendwie so ein bisschen Survival, aber weiß ich auch nicht. Hat auch so einen schönen Schweizer Dialekt.
Oh, Schweizerdeutsch. Ja. Und da habe ich gesagt, die soll mal mit uns mitspielen, wenn wir Human Fall Flat spielen. Hat sie nämlich mit ihrem Kind auch, also der hat ja auch ein Kind. Und die spielen auch zusammen. Die haben jetzt auch eine Zeit lang zusammen Portal Knights gespielt. Habe ich ja mit meinem Sohn ja auch gemacht. Und ja, machen wir irgendwann mal so eine Kindergartengruppe hier. Human Fall, oder Gang Beasts. Ja. Mein Sohn hat gesagt, Papa, wenn ich wieder zu Hause bin, da spielen wir aber mal gegen alle die Leute Gang Beasts. Ja, aber ich. Geli und ich stellen uns in die Ecke und bewegen uns nicht mehr weg. Mein Sohn steht immer hier. Da habe ich gesagt, du, die Geli und der Markim haben gesagt, die wissen nicht, wie das mit dem Klettern funktioniert. Erklär das mal. Du, ich zeig dir, wie das geht. Ich zeig dir, wie das geht, hat er erklärt. Genau, das ist hier hingestellt, er hat sich an die Wand gestellt. Ich zeig dir, wie das geht. Du musst jetzt A2 drücken und dann macht er so und dann macht er so. Und total cool irgendwie. Genau, der cheatet bei Gang Beasts. Zum Glück, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir hier jetzt bei den Spielen auf der PlayStation 4, die wir jetzt hier schon spielen, eine relativ erwachsene Community haben. Das muss ich dir ehrlich sagen, ne? Also ich beneide Kane darum, dass der so zusammenspielt mit wirklich diesen. Also ich will nur mal daran erinnern, wo mein Sohn als Hacker beschrieben wurde, war. Ja. Da bin ich wirklich froh, dass das jetzt hier einfach nicht so ist, ne? Nein, ich glaub's nicht. Hast du es geschafft nach Hause? Ich sehe mein Haus. Ich sehe noch nicht. Ich sehe Sterne unter Wasser. Ach so, Geli, wenn das Spiel, pass mal auf. Ich zeig dir mal, was hier erst richtig friedlich aussieht. Guck dir mal den Sternenhimmel an. Pass auf, guck mal. Guck mal hier. Das ist der Sternenhimmel. Das ist erst was, oder Geli? Muss doch zugeben. Doch, das ist unser Zuhause. Gott sei Dank. Na, pünktlich zu 10 dann zu Hause, So. Jetzt hier, ach verdammt, wir haben keine Tür drin. Sonst hätte ich gesagt, Tür zu machen und den ihren Nachbarn in Ruhe gelassen. Du, ich komme ja aus dem Wasser, jetzt komme ich raus. Das ist hoch. Ah. Was ist denn das? Wer hat denn bitte so einen riesen Felsen hier hingebaut? Ach, das geht mir doch Ich viel. nicht. Das kann aber nicht wahr sein. Ja, guck mal, da oben. Man sieht sogar aus dem Wasser den Sternenhimmel. Wie einfach, das ist schon. So, wo ist jetzt dieser blöde Und Geli, Schleifentransit? falls dieses Spielprinzip interessiert, ne? Es ist also wie No Man's Sky. Und ich weiß auch, dass der Sari das Spiel hier irgendwo spielt. Der hat das ja mal irgendwann schon angezockt hier. Und auf irgendeinem der Planeten, irgendwo, siehst du da oben, da siehst du, dass da, so, das sind alle andere Städte, ne? Du siehst also, auf den anderen Planeten sind auch andere Städte, ne? Und da bei dem Planeten da oben natürlich auch. Und irgendwo wohnt der Sari. Und irgendwann gehe ich dahin und baue dem vor eine Kloschüssel vor die Haustür oder sowas. Du kommst auf Ideen, ne? Na du, ich hab, pass auf, ich hab bei Sari im Livestream, da bin ich aufgetaucht und da habe ich gesagt, Sari, das gibt Boundless für die PlayStation 4. Und der gleich, da gehe ich ab. Das kaufe ich mir, das glaube ich nicht. Seit Jahren produzieren die das schon, das glaube ich nicht. Doch, doch, das ist seit halt 2 Wochen raus, ne? Ich kaufe das jetzt, guck mir das einfach mal an, so. Und zack, am nächsten Tag komme ich online und da sehe ich, der Sari hat schon eine kleine Stadt. Das gibt's ja alles gar nicht. So, wo ist dieser Schleifentransit? Was willst du Da. Damit machen? Ja, weiß ich nicht. Es steht hier, rüste Schleifentransit aus und platziere sie. Okay. Also DJ Sub-Zero, was mich ja geil gleich an Mortal Kombat erinnert, das Spiel hier heißt Boundless. So. Und die Geli schreibt, du hast ja Dächer geübt in Ark. Na, pass auf, ich zeig dir da mal mein Dach.